Und Jack geht's auch schon weiter. Ich bin halt ziemlich gut in Form. Also sprechen wir mit unserem Lehrer Jack. Ich nenne ihn Jack. Jack ist einfach leichter auszusprechen. Was gibt es, Ethan? Hast du etwas vergessen? Nein, nicht wirklich. Warum gehst du dann nicht nach Hause? Wir Lehrer haben jetzt eine Besprechung. Ein Notfall. Was für ein Notfall? Es geht um diese Kleine, Vins Schwester. Du wohnst doch ganz in der Nähe. Gibt es etwas, das du mir sagen möchtest? Nein, Sir, nichts. Wir suchen auch nach ihr. Na schön. Aber du musst jetzt wirklich nach Hause gehen, in Ordnung? Ja, Sir. Oh je, die Sitzung beginnt hier im Moment. Ich muss mich beeilen. Und weg ist er. Also genug Zeit für uns, dass wir uns nochmal umgucken. Ich habe was aus dem Umschlag gefallen ist. Vielleicht Cori? Hier gibt es nichts zu entdecken. Wer ist denn Cori? Aber schöne, einsame Gänge hier. Da ist Norris. Sprechen wir noch mit ihm. Vins Schwester? Warte, bin gleich soweit. Was tut er denn noch? Dies ist Maurice' Schreibtisch. Da ist noch ein armer Schüler. Klar, sie ihn schlafen. Und noch eine Schülerin. Weg ist sie. Nicht gerade freundlich. Wer war das nochmal? Und hier ist eine Tasche. Nur eine normale Schultasche. Kommst du jetzt? Wartest du eine Sekunde? Ich werde mich auch ein bisschen umsehen. Klar, danke. Aber hör mal, wer war eigentlich dieses Mädchen? Du meinst Cori? Cori? Noch nie gehört. Du hast ihn gerade selber benutzt, den Namen. Depp. Also irgendwie habe ich das Gefühl, sie zu kennen. Hausaufgaben sind fertig. Wir können loslegen. Ich will Leute von der Schauspielgruppe fragen. Ashley war dort Mitglied. Ich werde mich in der Schule noch ein wenig umsehen. Mach das. Wir sehen uns dann später. Tja, nur sie sind auch weg. Jedoch können wir uns das Coris Charakter angucken. Da, Cori 12s. Eines Tages gehörte sie einfach zu unserer Klasse. Mysteriös. Tja, na klar, die Schule ist aus. Der beste Teil des Tages. Maurice und Cori sind da. Muss also ihr Klassenzimmer sein. Maurice bleibt sicher da und lernt wie immer. Ein Klassenzimmer nach Schwischlos, ein vertrauter Anblick. Ah, Cori ist da. Was für eine sinnvolle Bemerkung. Gut, aber sonst können wir nichts weiter hier tun. Außer uns weiter die Schule anzugucken. Toll. Gucken wir uns nochmal den Zettel an. Wenn diese Notiz existiert, muss auch Cori hier sein. Interessant. Hat aber leider nichts mit Ashley zu tun. Hä? Ethan spricht in Rätseln. Das Klassenzimmer nebenan ist verlassen. Fenster. Nee. Boah, tiefer können wir nicht. Gehen wir halt wieder raus. Nee, dahin wollte ich gar nicht. Gibt's auch nichts mehr Interessantes. Da. Diese beiden Mädchen tragen rote Bänder. Also sind sie wie Ashley neu hier. Ich werde ihnen einige Fragen stellen. Rote Bänder? Jetzt muss ich mal Cori angucken, ob die ein rotes Band hatte. Band. Also Band? Ja, sie hat ein blaues. Tatsächlich. Man unterscheidet also die Schüler von ihren Bändern. Sollte man bei uns auch einführen. Ja? Suchst du irgendetwas? Ja, kennst du Ashley? Wir sind in derselben Klasse. Aber reden kaum miteinander. Aber jeder weiß es. Ich meine, dass sie vermisst wird. Ja, ich habe auch davon gehört. Die Polizei sucht wohl schon nach ihr. Naja, und Emily sucht Ashley überall und so. Emily ist auch verschwunden? Echt? Aber ich habe Emily heute Morgen gesehen. Ja, aber nicht für lange, oder? Sie ist gleich auf die Suche nach Ashley gegangen. Ach ja, stimmt. Boah, und wohin ist Emily gegangen? Ich habe
keine Ahnung, wo sie hingegangen ist. Ich auch nicht. Sucht Emily nach Ashley? Sagte ich doch. Das heißt, dass Emily als letzte mit Ashley zusammen war. Dann muss Emily etwas wissen. Ich weiß, sie schienen echt gute Freunde zu sein. Einfach abgefahren. All diese Fantasien haben sich zu Gerüchten entwickelt. Wir müssen gehen. Ja klar, danke. Wenn ich Emily das nächste Mal sehe, habe ich eine Menge Fragen. Keine Spur von ihr. Wie war es bei dir, Ethan? Bei mir auch nicht viel weiter. Bin auch nicht viel weiter so. Maus will in der Schauspielgruppe nachfragen. Vielleicht bringt das was. Ich sehe mich draußen nochmal um. Ja, doppelt hält besser. Gib dein Bestes. Dann machen wir Feierabend. Okay, ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas herausgefunden habe. Super, bis dann. Wo soll ich anfangen? Ich muss mich mit Emily wegen der Details treffen. Tja, aber wo ist Emily? Ist irgendwie Emilys Haus? Nö. Na, bei der Schule gibt's die Bücherei. Gucken wir doch da erstmal. Schlecht aus. Fragen wir doch mal die Sekretärin, vielleicht weiß sie was. Was kann ich für dich tun? Sie heißt Sarah. Mhm. Auf dem Namensschild steht Sarah Tennyson. Sprich mit mir. Gut, also in der Bibliothek scheint sie nicht zu sein. Vielleicht bei Vins Haus. Und man hat sie dort gewohnt. Gerne. Nein, hier ist nur Sinn. Erreicht. Hey, Ethan. Weiß die Polizei Bescheid? Ja, meine Eltern haben sie alarmiert. Aber vielleicht ist es auch schon zu spät. Ethan, ich halte das nicht mehr aus. Du musst uns helfen. Wenn ich... Du findest das sicher albern. Aber ich war verdammt stolz auf meine Schwester. Ich weiß. Warum sollte ich das albern finden? Ashley, wo bist du nur? Ich werde nochmal alles absuchen. Vielleicht finde ich ja etwas heraus. Ethan? Ja? Danke. Schon in Ordnung. Ich muss etwas unternehmen. Schon allein wegen Vin. Ach, Ashley ist egal. Hauptsache Vin ist geholfen. Dann halt mal beim Bahnhof. Also. Hey, da ist Emily. Ich habe jede Menge Fragen. Sprich sie an. Emily? Wer? Du suchst Ashley, richtig? Ja, aber woher kennst du meinen Namen? Wie? Woher ich den kenne? Seltsam. Wir wurden doch vorgestellt. Erinnert sie sich nicht mehr? Du hast ihn wohl gehört, als ich mit Ashley über dein Geschenk gesprochen habe. Stimmt doch. Ja, so muss es wohl gewesen sein. Moment mal. Es ist nicht so, dass sie sich nicht an unsere Unterhaltung erinnert. Diese Unterhaltung hat es nie gegeben. Es ist meine Schuld, dass Ashley fort ist. Deine Schuld? Tja, ich sollte Emily zu dieser Rückblende befragen. Ist Ashley etwas zugestoßen? Wir hatten für dein Geschenk gespart. Als wir es dann kaufen wollten, meinte Ashley, sie hat nicht genug Geld. Sie hat es sich ja irgendwo verloren, wie sie sagte. Aber ich habe ihr nicht geglaubt und ihr alles Mögliche an den Kopf geworfen. Dann hast du sie weggestoßen, richtig? Woher weißt du das? Oh, ich habe mir einfach so gedacht. Ja, aber so war es. Sie wurde wütend und rannte einfach davon. Über das Handy kann ich sie nicht erreichen. Ich habe keine Ahnung, wo sie steckt. Wow, wo habt ihr euch gestritten? Ganz wichtige Frage. Das war vor dem Kronos, wo die Fahrräder stehen. Das Kronos? Hier verbringen wir unsere Freizeit. Und wann war der Streit? Das war vorgestern, so gegen 19 Uhr. Okay, hab verstanden. Vielen Dank, Emily. Sie hat also keine Ahnung, wo Ashley sich aufhält.
Ashley. Nicht weinen, Emily. Ashley wird bald wieder bei dir sein. Ich weiß, aber trotzdem. Warum leidest du nicht zu Hause auf Neuigkeiten? Du erkältest dich bloß noch. Du hast recht. Danke, Ethan. Scheinbar hat mein Gespräch mit Emily nie stattgefunden. Moment mal, das bedeutet doch... Und das Geschenk, das ich gestern bekommen habe, ist auch verschwunden? Tja, erstmal wollen wir doch die Rückblende überprüfen. Ja, immerhin einige Informationen erhalten. Dank Emily weiß ich jetzt, was den beiden zugestoßen ist. Kann ich dann gar nichts tun? Ashley und Emily streiten am 6. Mai 2008 um 19 Uhr auf dem Parkplatz des Kronos. Emily hat Ashley alle möglichen Sachen in den Kopf geworfen, weil sie den Umschlag mit dem Geld verloren hat. Und natürlich können wir den Charakter noch überprüfen. Sarah Tennyson arbeitet in der Bücherei am Empfang. Ihr Name steht auf dem Tresen. Ein sehr ruhiges Mädchen. Ja, die hat kaum mit uns gesprochen. Dann lasst uns doch mal gucken, was mit dem Geschenk passiert ist. Hey, vielleicht ist es gar nicht mal in meinem Zimmer. Das wollen wir überprüfen. Da. Ich hab's gewusst. Das Geschenk ist verschwunden. Die Vergangenheit hat sich verwandelt in eine Welt, in der es nie eine Uhr gab. Naja, Uhren schon. Ein Stift, der die Vergangenheit verändert. Was kann ich mit diesem Holopen tun? Würde er leuchten, könnte ich etwas unternehmen. Ich muss diese Dinge in Ordnung bringen. Was könnte Ashley... Denk nach, Ethan, denk nach. Hat sich sonst etwas verändert? Cory, das ist es. Es hat sie nicht gegeben. Aha. Was heißt das jetzt für uns? Wollen wir wieder in die Schule? Gucken wir mal. Hey, Morris! Hattest du in deinem Klassenzimmer mehr Glück? Nein, sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Ich sehe mich mal auf dem Schulgelände um. Okay. Und wir gucken, ob Cory da ist. Viel rumgelaufen, aber wenigstens geht's schnell. Nicht da. Aber hier ist ihr Platz. Wem gehört dieser Schreibtisch nochmal? Das weißt du selber. Jo. Da sind sie, Corys Kontaktdaten. Wenn Cory hier ist, hat sich die Vergangenheit geändert. Sie könnte also etwas wissen. Was soll ich tun? Denk nicht, sondern handle, Ethan. Los, ruf sie schon an. Hier spricht Cory. Cory, hier ist... Ethan, stimmt's? Ich erkenne deine Stimme. Genau, Ethan Kairos. Was gibt's? Ich wollte dich etwas zu deinem Memo am Schwarzen Brett fragen. Ach das, bist du noch in der Schule? Ich stehe direkt vor dem Schwarzen Brett. Ich bin gleich da. Puh. Nicht gerade die Freundlichkeit in Person. Da ist sie. Genau, da ist sie. Doch was sie uns zu sagen hat zu dieser Memo, erfahren wir erst im nächsten Teil. Also bis dann.